Wir haben ja einen Banner mit, auf dem steht, wir wollen hier rein. Fachleute erkennen noch ein Zitat von Gerhard Schröder. Ein Mann, der auch besoffen an den Zäunen des Kanzleramtes gerüttelt hat und dann wenige Jahre später ein paar Jahre darin verbringen durfte. Wir wollen das wiederholen. Sind heute aber in Berlin und nicht in Bonn, also vollkommen am falschen Ort. Also die Kanzlerkandidatinnen bitte alle mir folgen. Es sind tatsächlich 10 weibliche Kanzlerkandidaten, die wir aufstellen. Wir versuchen jetzt 299 Kanzlerkandidatinnen mit großem I aufzustellen, in jedem Wahlkreis einen. Ja, Chris? Und wir dürfen nicht am Zaun rütteln. Das heißt, wir rütteln am Zaun, aber du musst dann sehr schnell hier vorne sein und fotografieren. Kommt ihr hier rüber, bitte? Wir sind aus optischen und strategischen Gründen hier. Es ist natürlich ungewöhnlich für eine Partei, zumal für eine junge Partei, dass sie so viele Kanzlerkandidatinnen aufbietet. Aber es zeigt, glaube ich, auch deutlich unser Bestreben, in dieses Kanzleramt einzuziehen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser wundervollen Pressekonferenz von der grandiosen Partei Die Partei. Wie Sie sehen können, sind heute dabei Dr. Nora Röhner, Martin Sonneborn, Nina Böhmer, Marco Bülow und natürlich wunderbare Kanzlerkandidatinnen, die aus der ganzen Republik angereist sind, nur um für Sie heute dort zu sein. Wir dürfen nicht am Zaun rütteln, das heißt, wir werden am Zaun rütteln. Wo ist denn Marco? Marco Bülow? Ich habe dich nicht erkannt, weil du ein blaues Hemd und eine rote Krawatte trägst. Ich wohne eigentlich da drüben, Paul-Löbe-Haus, seit ein paar Jahren oder so schon ein paar Jahre länger. Ich bin Bundestagsabgeordneter, war meine SPD und bin dann aber aus der Partei ausgetreten. Das war mir zu unseriös und bin dann zu einer seriösen Partei gegangen, um genau irgendwann dieses Kanzlerinnenamt da zu stürmen. Heute, Debatte, habe ich auch geredet im Bundestag, ging es um Gemeinnützigkeit. Und das zeigt, wie absurd die Politik ist, die teilweise gemacht wird. Heute gab es nämlich einen Antrag, die Gemeinnützigkeit einzuschränken. Sehr interessant. Ich finde, man sollte eher die Gemeinnützigkeit zum Beispiel von der Union einschränken. Wer Spendenaffären am Hals hat, wer Maskendeals macht, der sollte nicht noch mit Spendengeldern unterstützt werden und der sollte vor allen Dingen diese Spendengelder nicht noch auch noch vor Steuer absetzen können und verdoppeln können. Profitlobbyismus ohne Ende. Es interessiert nicht, welches Argument. Wir haben auch deswegen ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgestellt, damit mal ein paar Sachargumente fließen in den Debatten, weil die kommen zu kurz oder nur dann zum Zuge, wenn die Profitlobbyisten auch davon profitieren. Denn um die geht es leider meistens. Da drüben und da ganz besonders. Und deswegen rütteln wir jetzt auch heute hier. Ich kandidiere in Dortmund, wie schon gesagt. Olaf Scholz soll ja irgendwie auch als Kanzlerkandidat irgendwie aufgestellt worden sein. Und der kandidiert, glaube ich, in Potsdam, gar nicht so weit weg. Und ich würde gerne die Wette eingehen mit Olaf, eine Fernwette. Weil wenn er Kanzler werden möchte, dann muss er ja seinen eigenen Wahlkreis vielleicht auch gewinnen. Und ich sage, ich hole mehr Stimmen in Dortmund für die Partei, für meine Erststimme, als Olaf Scholz das in Potsdam macht. Und wir wollen mal sehen, ob er diese Wette eingeht. Und wenn er verliert, braucht er eigentlich gar nichts machen. Wenn er gewinnt, dann werde ich ihm auch, demütig nicht, aber ich werde ihm dann gratulieren und vielleicht kriegt er noch einen Sonnenbräu ab. Aber wäre schön, wenn er diese Wette eingeht. Alles, was wir bisher bekommen haben, war nur Heldengequatsche aus dem Bundestag, Applaus und die leeren Versprechungen pünktlich zu den Wahlkämpfen. Deswegen habe ich mir gedacht, der beste Schritt ist, es selbst zu versuchen. Und deswegen stehe ich hier mit der Partei zusammen und ich hatte versucht, letztes Jahr mit meinem Buch auf die Probleme aufmerksam zu machen. Ich hatte ein Gespräch mit Herrn Spahn, was nicht wirklich was gebracht hat. Das kleine Reformchen, was die CDU und die SPD auf den Weg bringen wollen für das Gesundheitssystem, wird nicht ausreichen. Wir müssen definitiv was dagegen tun, dass nicht noch mehr Pflegekräfte das Handtuch werfen. Dieses profitorientierte Gesundheitssystem muss abgeschafft werden. Und ja, lasst uns auf jeden Fall in Zukunft mehr Menschen pflegen und nicht weiter die Profite. Vielen Dank. Und dann habe ich in einer langen Nacht ein Interview mit Martin und Marco gesehen, wo sie dazu aufgerufen haben oder wo sie gesagt haben, der Plan ist, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Bundestag zu bringen, um dort fehlenden Sachverstand auszugleichen, vor allem in der Klimadebatte.
Ich habe mich gemeldet und ruckzuck bin ich Spitzenkandidatin hier in Berlin. Wir haben einen Professor für Biologie und Ethik, wir haben diverse Chemikerinnen und Chemiker, wir haben eine Fachfrau für Flucht- und Migrationspolitik, wir haben einen Geografen, einen Physiker, eine Bioinformatikerin und theoretische Biophysikerin, wir haben eine Kommunikationswissenschaftlerin, mehrere Philosophen, eine europäische Ethnologin und viele, viele mehr. Also wirklich die geballte Kompetenz da auf unseren Listen. Wir fordern ja aber nicht, dass vor jeder politischen Entscheidung gleich Dissertationen oder Habilitationen geschrieben werden. Herr Scholz, der das tat. Aber es reicht ihm auch nicht, wenn man Christian Drosten nur mal auf den Plausch einlädt. Ja, da muss schon mehr passieren. Deswegen haben wir einige Ideen. Wir wollen als erstes dem Wissenschaftlichen Dienst, des Bundestages Redezeit im Parlament einräumen. Also gerade in den sitzungsfreien Wochen bietet sich das ja an. Und dann hört man da endlich mal was mit Substanz. Wir möchten, dass die steuerfinanzierten Forschungsergebnisse deutscher Unis uneingeschränkt und kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Es gibt da schöne Beispiele, zum Beispiel gibt es The Conversation, können Sie einfach mal bei Ecosia eingeben. Das ist wunderbar aufbereitet, die wirklich aktuellsten Forschungsergebnisse, die man finden kann. Ich wünsche mir das für Deutschland auch. Ich finde, wir sollten drittens politische Entscheidungen konsequent wissenschaftlich begleiten und evaluieren. Es fließt eine Menge Energie rein, die Haushaltspläne aufzustellen. Das Finanzministerium hat tausende von Mitarbeitern, die das tun. Aber es wird nicht geguckt, was mit dem Geld passiert, was hinten bei rauskommt. Das kann man ja prüfen. In der Entwicklungspolitik ist das absoluter Standard. Also alle Maßnahmen, die Deutschland im Ausland finanziert, die werden evaluiert. Es gibt ein eigenes Evaluierungsinstitut dafür, das DEWAL. Ich verstehe nicht, warum das für Maßnahmen in Deutschland nicht gemacht wird. Ja, das schafft ja auch Arbeitsplätze und die Leute aus der Kohle- und Autoindustrie könnte man ja umschulen. Wir fordern außerdem, oder ich wünsche mir, unbefristete, vernünftig bezahlte Arbeitsverhältnisse an den Unis und Forschungsinstituten. Ja, diese befristeten Teilzeit-Kettenverträge sind einfach nicht gut, wenn man ein Leben oder vielleicht sogar eine Familie planen möchte. Das geht nicht. Die Forderung ist uralt. Es ist mir ein Rätsel, warum das so lange dauert. Wie sind die Chancen für euch aus? Die Chancen, um ins Kanzleramt zu kommen? Wie unsere Chancen aussehen, ins Kanzleramt zu kommen? Es gibt eine zweigeteilte Antwort auf diese Frage. Erstens schlecht. Wir werden gleich versuchen, reinzukommen. Das wird nichts werden. Dann versuchen wir es auf demokratischem Wege am 26.09. Wenn genug Bürger ihr Kreuz bei der Partei machen, dann ziehen wir ein am 27. Merkel hat dann noch 3 Tage Zeit, das ganze Besenrein zu übergeben. Schauen Sie mal, ich bin Politiker. Wie soll ich antworten auf eine Frage? Glauben Sie wirklich daran, dass Sie reinkommen? Natürlich glaube ich daran, dass Sie da reinkommen. So, vielen Dank. Dann stürmen wir jetzt mal das Kanzleramt, meine Damen. Egal wie das ausgeht, es war mir ein Vergnügen und eine Ehre. So. Wir wollen da rein. Gerhard Schröder war besoffen, als er das getan hat. Gute Reden immer, Frau Doktor. Danke. Ah ja, nehmt einmal die Masken ab, sonst erkennt man euch gar nicht. Alle Abdrücke, mir sieht das auch nicht besser. Wir sehen uns am 27. auf der anderen Seite. Und wenn es nötig ist, ja. Ich war auch schon drin.